dagegen, oder? Hey, Zentrale! Wer ist denn ein Helikopter? Okay. Oh, oha, da hinten, okay. Feindlicher Flieger ist weg. Waffen bereit machen. Ja, komm weiter. Weiter, 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 weiter. Da ist ein Heli-Landeplatz, nice. Ziel wurde zuletzt auf dem Gelände gesichtet. Bereithalten. Kommt ihr? Warum kommt ihr nicht? Du. Was ist denn los? Was dockt der denn da? Ja. Tja, ja. Was soll denn der Scheiß? Kommt der jetzt langsam mal? Ja, da ist er endlich, ey. Okay, so, das soll es gewesen sein, ne? Sargento, die okay. Leute hier sind bereit nach Hause dann zu gehen. Dann die anderen. Es ist noch ein Gefängnis übrig, Rico. Du weißt, was zu tun ist. Wo denn? Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Feindkontakt, verstanden. What the fuck? Ich bin doch nur ausgestiegen. Achtung, Ziel sitzt in einem Helikopter. Bestätigt. Feind jetzt in einem Heli. Bin doch nur ausgestiegen. Das Ding explodiert. Was geht hier vor sich? Ist das wieder ein Trick? Kein Trick. Zeit dir den Weg frei zu kämpfen. Los. Was ist das denn hier? So, schauen wir mal. Gefällt mir nicht so. Wo ist der andere? Da hinten, okay. Ja, die haben ja manchmal nicht so Bock mitzukommen, ne?
Hallo, wir sind da. Oh Gott, ein Panzer. An dem Panzer kommen wir nicht vorbei. Oh doch. Ich kümmere mich um den Panzer. Der Panzer ist erledigt. Los. Dreh dich doch da lang. Oh. Oh oh. Die anderen beiden? Bewegung! Junge! Wie so hoch? War nicht noch ein zweiter irgendwo? What? Was war das denn jetzt? Hallo? Was hat mich denn jetzt umgebracht? Oh, dieses Spiel, ne? Oh. Jetzt bin ich dem Panzer los, ne? Jawohl. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Bestätigt. Einzelling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Spaß beginnt. Right. Halt. Oh. Was ist hier so drin? Panzerfaust, Rotflinte, Smart Rifle. Okay. Sie sind am Landeplatz. Der Heli ist unterwegs, Rico. Dank dir müssen sich die... Nice. So, hier kriegen wir wieder einen Trupp mehr. Ja, das können wir gleich auch schon mal machen. Ne? Hier die beiden. Weil wir jetzt eh schon relativ nah sind. Können wir das ja auch schon mal machen. Ah ne, das ist genau der Ort. Nein, nee, dann lassen wir das. Also das machen wir dann zum Schluss. Guck mal, hier können wir auch schon mal rein. Ramosch. Hier können wir erstmal nicht weiter. Das heißt, uns bleibt jetzt erstmal nur noch das hier. Ja, von hier aus. Radaranlage der Schwarzen Hand, Ojo del Desierto. Sie nutzen sie, um die gesamte Region zu überwachen. Irgendeine Idee, wie wir sie ausschalten? Na klar, einer unserer Hacker hat die Basis bereits infiltriert und wartet auf weitere Anweisungen. Sowas wieder, okay. Ich melde mich, wenn ich in der Nähe der Basis bin.
Ich bin in der Nähe der Basis, würde ich sagen. Ich bin bei Ojo del Desierto. Sargento, stell mich zu deinem Hacker durch. Okay, Matteo. Alles klar, Rico? Diese Basis wird durch Raketenwerfer geschützt. Wenn die Armee zu nah rankommt, dann wäre das gar nicht gut. Okay. Wo soll ich anfangen? Okay, wir müssen die Raketen in Feuerposition bringen. Dann hacke ich mich in die Einrichtung und feuere sie ab. Ganz einfach. Wie du meinst. Jeder Raketenwerfer wird durch zwei Generatoren gesichert. Du musst sie zerstören, um die Werfer in Position zu bringen. Wird einfach echt immer das Gleiche. Was haben wir hier so? Das Sturmgewehr, das nehme ich jetzt. Ich wollte mal gucken, was da vielleicht ist. Junge, lass doch mal deine Dinger stecken da, deine Granaten. Was? Junge. Ein Generatorenpaar ist ausgeschaltet. Hochgefahren. Scheiße. Schnell weg hier. Uiuiui. Das war close. War extrem close. Den Heli ist schon mal gut zu wissen. Ich würde sagen, noch hat mich niemand mitbekommen, aber das war wohl ein Fehlgedanke. Okay, das war's damit. Das zweite Generatorenpaar ist auch ausgeschaltet. Okay, dann los. Okay, ich habe mich in einer Garage nahe des Eingangs der Basis versteckt. Ich komme raus, wenn du da bist. Ja, ich hupe einfach. Alles klar. Junge, kann dieses Ding auch... Wow! Was zur Hölle? Oh Gott, diese Physik. Komm, Rainer. Bin schon auf dem Weg. Steig ein! Junge, warum läufst denn du da rum? Und es geht schon wieder los. Uff, Alter.
Komm. Hier. Die Konsole, auf die ich Zugriff brauche, ist am nördlichen Ende der Basis, am Meer. Also los. Übrigens, ihr solltet euch ein neues Signal überlegen. Was meinst du? Ja, es hupt halt nur jemand, oder? Ja. Keine besondere Abfolge oder so? Nein. Wenn ein Soldat der Schwarzen Hand also aus irgendeinem Grund vor der Garage gehupt hätte, wärst du dann auch gleich rausgekommen? Man lernt aus seinen Fehlern, würde ich sagen. Ja. Hat der Rico schon recht? Ich weiß nicht, warum die Pfeile sich nicht aktualisiert haben, aber egal. Okay. Oh, Vorsicht. Ich folge einfach mal dem Navi. Ein Panzer, ja. Es ist Hubschrauberunterstützung zu dir unterwegs, Bruder. Das nennst du Unterstützung? Sieht für mich nach Gegnern aus. Uff. Oder meinte er von den Gegnern? Okay. 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 Next try. Es ist Hubschrauberunterstützung zu dir unterwegs, Bruder. Dann halt diesmal so ausweichen, ne? Vorsicht, hier komme ich. Nein, lass mich durch. Einfach durchlassen. Gar nicht beachten. Und erst recht nicht schießen. Danke. Mein schönes Defender-MG gar nicht da. Okay, hier ist gut. Lass mich raus. Granatenwerfer. Nee. Wo haben die ihn gerade geschossen? Ich meine, die brauchen nicht auftauchen, also ist mir egal, ne? Also was heißt mir egal? Also ich hab's gern, wenn die nicht auftauchen, aber. Wäre dann schon ein bisschen witzlos. Ey. Hallo, oh, sorry. Mega,
Der Schatten gefällt mir nicht. Funktioniert. Hey. Also mehr. Auch einer. Okay, haben wir gleich. Ich habe das Zielerfassungssystem für Sie gesperrt. Und weiter geht's. Sehr gut. Nochmal weiter. Schade. Ich dachte, das wär's gewesen. Soll ich mich hier reinstellen? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber das würde... Oha. Junge, übertreib halt. Ich wollte nur diese Tonnen schon mal aus meinem Umfeld schaffen. Mehr nicht. Hab ein paar Truppen zu deiner Unterstützung losgeschickt, Rico. Oh, sorry. Beste Zeit. Normale Zeit der Welt. Wo kommt der denn auf einmal her? Oh, sorry. Ich hab nur gesehen, dass sie deiner versteckt hat, aber nicht wer. Ich hab einfach mal geschossen. Okay. Feuere die Raketen jetzt ab. Nice one. Damit gehört auch Hatun Okucha uns. Und es fehlt echt nicht mehr viel von der Map, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gebiete noch. Was ist hier mit? Warum können wir das hier nicht? Das gehört wahrscheinlich noch. Ach, das ist hier, ja, das ist Projekt Japan, ne? Genau, da können wir da noch nicht hin. Das auch noch nicht. So, dann machen wir als nächstes hier weiter. Sehr gut. Und nochmal kurz nach Muni oder so. Wunderschön. Ja, wobei, das sieht gut aus mit der Muni. Die Waffen gefallen mir auch, die ich habe. Also. Oh, oder hier. Wenn wir gerade schon mal hier sind, ne? Wenn wir gerade schon mal hier sind, würde ich sagen. Machen wir das hier. Ja, und lang dauert es dann, glaube ich, auch gar nicht mehr, ne? Ein bisschen Gebiete erobern, dann noch so eine Uno.
Denke mal, das dauert auch nicht länger als die anderen beiden Zonen. Wobei das wahrscheinlich in der Regel die Zone ist, die man als letztes macht. Ja. Und dann geht's auch schon zum Endkampf, würde ich sagen. So schätze ich das auf jeden Fall ein. Dann ist das Spiel ja gar nicht so lang. Klar mache ich jetzt die ganzen Nebenquests nicht, ne? Eigentlich nur Hauptstory. Ich mache zwar einige Sachen für die Enterhaken-Mods, weil ich das halt auch nicht so alles ganz verstehe, wie das jetzt funktioniert. Aber der Rest sind ja alles nur so, die dauern ja auch nicht lange und der Rest sind ja auch nur Stunts. Ja, muss ich jetzt nicht wirklich machen, um ehrlich zu sein. Rico, ich glaube, wir haben eine Lösung für einige unserer Transportprobleme gefunden. Wir haben Transportprobleme? Naja, ich habe welche. Es gibt einen Bahnhof, Grand Central. Von dort aus werden für Espinosa Waren ins ganze Land verschickt. Verstanden, ich melde mich. Okay, Sargento, besorgen wir dir ein paar Frachtzüge. Klasse. Izzy hat schon einen Plan. Klar. Der Verladebereich von Grand Central ist die reinste Festung. Die Türen öffnen sich für die automatisierten Züge. Beschaff dir die Codes, um sie rufen zu können. Und dann folge ich einem rein. Wo finde ich die Codes? Ich habe dir ein paar Konsolen markiert. Such zuerst dort. Eine, zwei. Okay, machen wir erst da. Perfekt. Nicht, dass sie dagegen schießen, wenn ich hier an der Konsole stehe, ey. Hier gibt's keine Codes, Izzy. Ich schau mir mal die andere Konsole an. Warte mal. Ich dachte, ich hätte gerade die andere Knarre dran. Dann von hier. Habe ich den getroffen? Nee. Verdammt! Deine Scheiße! Ich habe ihn schon getroffen, nur der hält das einfach aus. Geht doch. Nein.
Alter, Verwalter, ey. Boah, wo ist denn jetzt der scheiß Heli, Mann? Stirb doch jetzt! Komm, jetzt hol ich mir den Heli. Feindlicher Flieger entdeckt. Ich brauch das Ding. Ja. Mein Gott. Lass mich doch diese scheiß Konsole da machen, ey. Da war doch sonst auch nie so ein Problem. Okay, ich hab die Codes. Über dem Verladebereich ist eine Konsole. Von dort kannst du einen Zug rufen, der durch das Haupttor kommt. So. Wird schon schief gehen. Da kommt ein Zug auf dich zu. Mach dich bereit. Die Tür ist von innen verriegelt. Wenn du die Stromversorgung des Schlosses kappst, kann die Tür nicht wieder geschlossen werden. Es gibt 4 Generatoren. Du weißt, was zu tun ist. 4 Explosionen kommen sofort. Wer hätte es gedacht? Oh Mann. Und da. Ich bin drin. Schicken weitere Einheiten. Diesmal sind es wieder solche Generatoren, ja? Kommst du nicht raus? Hier rüber. Komm raus da. Nee, so macht das ja auch keinen Sinn. Wie kriege ich die da raus? Jetzt mal muss ich die rausziehen.
War auf den falschen Endhaken eingestellt, okay. Ich dachte schon, das wäre jetzt mal was Neues. Noch zwei übrig. Keine Muni hier für mich. Schade. Schade. Ich dachte, wollte kurz gucken, wo der Scharfschütze ist. Aber der scheint sich wohl nicht zu melden. Lol, okay. Zack, Muni. Wenigstens für das andere. Die Türen okay. Sind dauerhaft geöffnet. Du wirst keine Probleme haben, dich hier häuslich niederzulassen, Sargento. Nice. Und damit gehört auch die Arena uns. Nice. Ja. Ach, guck mal, hier ist noch ein kleines Gebiet. Ach, das ist das ja klar. Okay. Was wir hier schon alles jetzt eingenommen haben, das ist schon krass, ne? Wir sind hier unsoweit fertig. Klar, Sargento-Mission und sowas, aber solange ich so auch durchkomme, habe ich eigentlich nicht vor, die zu machen. Ja. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Und ich weiß nicht, wie lange das noch genau dauert. Aber allzu lange dürfte es ja auch nicht mehr sein. Ne? Naja, aber das machen wir jetzt auf jeden Fall noch zu Ende. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Denkt dran, heute ist Muttertag. Ne, immer schön dran denken. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.